Leica freut sich da jedes Jahr aufs Neue wieder hier dabei zu sein als Premium-Partner. Und auch mit der Leica Galerie und der Leica Boutique im Max-Hünden-Haus sind wir ja ganzjährig auch hier vertreten und zeigen auch da auf diese Art und Weise die ganze Welt der Fotografie. Und ist immer so ein bisschen wie Urlaub, oder? Das ist eigentlich wie Urlaub, ja. Ich kann es jedem empfehlen, hierher zu kommen. Sobald man das Ortseingangsschild passiert hat, tritt man sofort in einen entspannten Modus und sieht auch schon gleich die ersten Motive, die man unbedingt fotografisch festhalten möchte, auch schon auf der Herfahrt hierher. Oder am Weststrand, wo wir ja auch mal wieder mit Workshops vertreten sind, wo es eigentlich jedes Jahr was Neues zu entdecken gibt, weil sich ja die Gegend dort, die Umwelt ständig verändert. Zingst ist nicht weit, wir kommen aus Berlin, Fotomeyer ist dort das Fachgeschäft und deswegen haben viele unserer Kunden uns schon lange gefragt, wann kommt ihr nach Zingst, und das haben wir jetzt gemacht und wir können gut verstehen, warum wir gefragt wurden. Ja? Tolle Stimmung. Für uns ist es ein wichtiges einmal Schaufenster, um uns zu präsentieren für den Kunden. Und dann natürlich auch umgekehrt, der Kunde soll uns hier auch natürlich wahrnehmen, dass wir nicht nur preiswerte Artikel, sondern auch sehr hochpreisige und professionelle Produkte haben. Sind, weil das eine unglaublich tolle Location ist, alle haben gute Laune und zusätzlich können wir auch noch ein bisschen was verkaufen, also es macht uns sehr viel Spaß. Die Kunden und Besucher sind entspannt, Urlaubslaune, und das überträgt sie natürlich auch, und ja, ist einfach, denke ich, also das schönste Fotofestival in Deutschland, finde ich, was ich so kenne, und deshalb sind wir immer sehr gerne hier. Ja, für mein Foto selbst ist natürlich über die 9 Jahre halt gesehen, dass Zingst gewachsen ist. Gratulationen, haben es geschafft. Die Begeisterung der Menschen, die sich für die Fotografie, ob jetzt Amateure, Edelamateure oder Profis, hier hochzukommen, hier Kurse zu belegen und ja, wie in einer großen Familie ja, teilzunehmen. Auf dem Fotomarkt ist auch immer toll und ja, einfach schön, es ist immer viel los und viel Kommunikation, und ja, halt, dass sehr viele Leute, die sich auch für Fotografie interessieren, es ist einfach nett, mit denen sich zu unterhalten.